Pferdezucht hat nichts mit Liebe zu tun. In der modernen Sportpferdezucht begegnen sich Stute und Hengst nicht einmal. Künstliche Befruchtung ist hier der Alltag. Zu Jahresbeginn geht es daher hoch her auf den Landgestüten und Hengststationen. Wir durften dem Landgestüt Celle einen Besuch abstatten und den Weg der Befruchtung begleiten. In Teil 3 unserer dreiteiligen Serie geht es um die Befruchtung. Wenn eine Stute befruchtet wird, dann wird der genaue Zeitpunkt des Eisprungs zuvor ermittelt, um keine Spermienportionen zu verschwenden. Zunächst wird die Vagina der Stute äußerlich gesäubert. Dann wird eine sterile Seminette vaginal durch den Muttermund in die Gebärmutter eingeführt. Die Spermaprobe wird somit direkt an ihrem Erfüllungsort platziert. Damit das Sperma vollständig aus der Seminette gedrückt wird, wird die Spritze noch einmal mit Luft aufgezogen und entleert. Bei der Befruchtung mit Tiefgefriersperma ist die Vorgehensweise etwas anders. Hier wird eine etwas längere Seminette ebenfalls durch den Muttermund in die Gebärmutter eingeführt. Dann nimmt der Tierarzt die Hand aus der Vagina und führt diese rektal ein. So kann die Seminette in der Gebärmutter direkt vor dem Eileiter platziert werden, an dem der Eisprung stattfindet. Durch das geringe Volumen des Spermas soll dieses so dicht wie möglich an dem Ort des Geschehens eingesetzt werden. 14 bis 16 Tage nach der Befruchtung erfolgt die erste Ultraschalluntersuchung, um die Trächtigkeit festzustellen. Von da an werden der Verlauf der Trächtigkeit und die Entwicklung des Fohlens engmaschig überprüft. Nach 11 bis 12 Monaten kommt dann hoffentlich ein gesundes Fohlen zur Welt.